Ja, hallo, hier ist Stefan aus Panama und heute nehme ich euch mit auf eine kurze spontane Wanderung hier im Nationalpark Omar Torrijos. Den Park solltet ihr nicht verwechseln mit dem gleichnamigen Stadtpark in Panama-Stadt. Der Nationalpark hier befindet sich in der Provinz Coclé, also ein ganzes Stück im Landesinneren. Omar Torrijos, das war der Präsident von Panama, der die Übergabe von dem Panama-Kanal an Panama verhandelt hat, und nachdem er diesen Vertrag unterzeichnet hatte, hatte er einen Flugzeugunfall hier und deswegen ist der Park nach ihm benannt. Und ja, das ist hier die Aussicht. Los geht's! Im Nationalpark gibt es 4 leichte bis mittlere Wanderungen. Ich bin die Wanderwege Sendero de las Helechas und den Sendero Las Ranas gewandert. Zum Schluss bin ich dann noch zum Aussichtspunkt Mirador del Calvario, von dem man bei gutem Wetter aus beide Küsten sehen kann. Die Wege sind gut ausgewiesen und an manchen Stellen gibt es sogar Bänke, an denen man ein Päuschen machen kann. Für den kürzeren Wanderweg benötigt man keine 20 Minuten. Der mittlere dauert etwa 40 bis 50 Minuten. Der Nationalpark befindet sich auf einer Höhe von etwa 700 Metern. Die Bergkette bildet die Wasserscheide zwischen der Karibik und dem Pazifik. Der Nationalpark ist Zufluchtsort von Pumas, Jaguaren, Tapiren, Tigrillos und vielen weiteren Tieren. Auf dem Weg bin ich dann noch einer Gruppe Kapuzineraffen begegnet, aber leider hatte ich nur eine GoPro dabei, das heißt, ich konnte keine guten Bilder davon machen. Zum Abschluss bin ich dann noch zum Aussichtspunkt. Bevor man die Aussicht genießen kann, muss man aber noch eine steile Rampe nach oben. Oben angekommen habe ich mich mit einem Einheimischen nett unterhalten. Er erzählte mir, dass man am Horizont die Mine Cobre Panama sehen kann, gegen die es im Moment große Proteste gibt. Seiner Aussage nach gibt es sehr viele Tiere, die von der Mine wegmigrieren. Die Bauern in der Region schießen Jaguare und Ameisenbären, wenn sie ihren Nutztieren zu nahe kommen. Der Einheimische erzählte mir auch noch von Wasserfällen und anderen Routen, die es in der Region gibt. Falls ihr mehr Informationen über den Park wollt, findet ihr einen Artikel auf unserer Homepage. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Ich hoffe, ihr fandet das Video interessant und wenn ihr mal in der Region seid, könnt ihr dort wandern gehen. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.